ChatGPT gibt es ja nun schon lange und auch viele KI-Anwendungen. Ich war lange skeptisch dem gegenüber, nutze aber es jetzt immer mehr und mehr und möchte euch einfach in diesem Video mal zeigen, wie ich es nutze. Und vielleicht ist da für euch die ein oder andere Inspiration dabei. Manche von euch nutzen es vielleicht schon, andere noch gar nicht. Dazu bin ich jetzt schon mal bei ChatGPT. Ich habe mir auch ein Konto angelegt und nutze sogar die Pro-Version für 20 € im Monat. Ich teste das jetzt ein bisschen. Ihr braucht das nicht. Ihr könnt es auch so nutzen, euch kostenlos einen Account erstellen. Und jetzt erstmal die Frage an ChatGPT: Was ist denn überhaupt KI? Und versuch's doch mal in wenigen Sätzen zu beschreiben. Und er sagt, es ist ein Bereich der Informatik, der darauf abzielt, Maschinen zu entwickeln, die menschliches Denken und Lernen nachahmen können. Sie verwenden Algorithmen und Daten. Es gibt noch das sogenannte Generative AI. Auch da fragen wir jetzt mal ChatGPT, was das genau bedeutet. Das geht jetzt ein bisschen mehr in die Richtung, was uns hier interessiert. Denn diese KI erstellt neue Inhalte, Texte, Bilder oder Musik. Das ist die Hauptanwendung. Ihr habt bestimmt schon mal Fakes gesehen mit dem Papst, mit irgendeiner teuren Daunenjacke oder andere berühmte Persönlichkeiten. Das kann KI machen. Bilder, Texte. Die größte Stärke liegt eigentlich in den Texten. Und da gibt es die LLMs, Large Language Models. Und auch da schauen wir mal kurz, was das bedeutet. LLMs sind darauf trainiert, menschliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen. Das heißt, LLMs sind Teil der Generative AI. ChatGPT vereint alles. Ihr könnt auch damit, das nutzt DALL-E, das ist der Bildgenerator, kann man eben solche Bilder sich generieren lassen. Das ist teilweise nur mit der Pro-Lizenz möglich oder beschränkt, ist aber jetzt hier nicht mein Anwendungsfall. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich ChatGPT nutze. Dazu habe ich mir einen eigenen GPT erstellt. Das heißt, man kann sich hier sein ChatGPT für verschiedene Anwendungsfälle anpassen, ihn quasi auch trainieren. Dazu mache ich vielleicht noch mal ein eigenes Video, wenn das überhaupt jemanden interessiert. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Der heißt bei mir Investment Insight. Und den nutze ich, um eben hier zu Informationen zu Firmen oder so einzuholen. In der letzten Aktienanalyse war ja Hims & Hers, da habe ich das auch schon mal kurz gezeigt. Er hat Stärken und Schwächen, bei der Konkurrenz ist er nicht so stark, aber ich kann eben noch mal zum Beispiel fragen, wie verdient Hims & Hers Geld? Das sind so ganz einfache Fragen, wo man natürlich, wenn man es genau wissen will, in den 10K-Bericht gucken muss, in den Investors-Bericht. Aber ChatGPT gibt das hier relativ gut wieder. Verkauf verschreibungspflichtiger Medikamente ist das erste. Das zweite ist Abonnementmodell. Das dritte ist Verkauf von rezeptfreien Produkten. Viertens telemedizinische Konsultation. Fünftens Partnerschaften und Kooperation. Sowas ist also hier relativ gut aus meiner Sicht, um sich schnell über eine Firma Informationen einzuholen. Jetzt habe ich schon mal die zweite Frage eingegeben. Was ist das Geschäftsmodell von Dinopolska? Was macht die besonders? Dinopolska ist die Supermarktkette aus Polen. Sehr gutes Wachstum, hohes Return on Invested Capital. Und auch da will ich jetzt ja eigentlich lesen, dass sie eine eigene Fleischproduktion haben, dass sie Immobilien selber besitzen. Und wir schauen mal, was die hier machen. Zielmärkte, ländliche und städtische Randgebiete, das ist erstmal richtig. Eigenes Filialnetz und schnelles Wachstum, auch nicht falsch. Wie schnell das Wachstum noch ist, muss man sehen. Hier steht Verkaufsfläche 400 bis 700 Quadratmeter. Zentralisierte Lieferkette und Logistik ist aus meiner Sicht auch richtig. Produktmix und Fokus auf Frischware auch richtig. Kundennähe, Marketing, Besonderheiten, geografische Strategien, Konzentration über die Lieferketten. Dinopolska besitzt und verwaltet seine eigenen Filialen. Fokus auf Frischprodukte durch die eigene Fleischproduktion und den Fokus auf frische Lebensmittel hebt sich das Unternehmen von typischen Discountern ab. Aus meiner Sicht, und das ist jetzt hier nicht gescriptet, ich habe das jetzt wirklich erstmals probiert hier zu Dinopolska, doch eine super Übersicht. Also, Anwendungsfall Nummer 1 bei mir für ChatGPT: Geschäftsmodelle verstehen, Informationen zu Unternehmen, zu aktienbasierten Unternehmen einholen. Als kleinen Bonus, weil es mich wirklich interessiert, frage ich jetzt nach, und das ist auch natürlich eine Stärke von ChatGPT, ihr könnt genauere Informationen verlangen. Ich frage jetzt, erzähl mir mehr zu der eigenen Fleischproduktion. Eigene Fleischverarbeitungsanlage, Qualitätskontrolle und Frische, Kostenkontrolle und Marge.
Worauf ich noch hinweisen möchte, ChatGPT, und das könnt ihr auch mal googeln, halluziniert manchmal. Deswegen habe ich auch mein Investment Insight GPT so eingestellt, dass er das möglichst nicht tut, sondern sich hier an Fakten orientiert. Ihr seht hier schon, was ChatGPT schreibt. Sehr interessant, man kann jetzt nochmal nachfragen. Und ich würde es jetzt hier dabei belassen, bei diesem ersten Punkt Informationsunternehmen einholen. Jetzt zu Anwendungsfall Nummer 2. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. ChatGPT kann auch Dokumente analysieren. Er hat ja Zugriff auf eigentlich mehr oder weniger alle öffentlich zugänglichen Informationen im Internet. Allerdings denke ich nicht, dass er jetzt selbst 10Ks analysiert. Ich habe jetzt die Geschäftsberichte der letzten 4 Jahre von Dino Polska heruntergeladen, werde sie jetzt hier bei ChatGPT hochladen und stelle gleichzeitig die Frage, was fällt dir in den Geschäftsberichten von Dino Polska der letzten 4 Jahre auf? Wie gesagt, da wird jetzt ein bisschen was anderes wahrscheinlich kommen als im normalen GPT, weil mein Investment-GPT ist ein bisschen geeicht auf Buffett, Munger, auf Chris Mayer, das 100-Bagger-Buch. Ich habe das so ein bisschen eingestellt. Wir schauen mal, was jetzt hier für ein Ergebnis kommt. Er schreibt jetzt schon, Umsatz hat sich in den 4 Jahren mehr als verdoppelt und das ist zurückzuführen auf aggressive Expansion des Filialnetzes und gestiegene Nachfrage in den ländlichen Regionen. Stetige Profitabilität, die Nettogewinne des Unternehmens sind ebenfalls stark gestiegen. Dies zeigt, dass das Unternehmen nicht nur wächst, sondern auch seine Margeneffizienz verbessert hat. Erweiterung des Filialnetzes. Dino hat sein Filialnetz stark erweitert, was sich in den wachsenden Anlagevermögen widerspiegelt. Der Wert des Anlagevermögens von 3,75 Milliarden Zloty im Jahr 2020 ist auf 6,9 gestiegen. Effiziente Kostenkontrolle und Margensteigerung, wachsender Eigenkapitalbestand, starke Cashflows aus dem operativen Geschäft. Ich habe jetzt das nicht im Einzelnen jeden Betrag überprüft. Wie gesagt, ChatGPT kann Fehler machen und macht auch Fehler. Macht dort selber eure Analysen, aber wenn ihr mal ganz schnell hier was prüfen wollt oder erstmal einen allgemeinen Überblick haben wollt, dann finde ich, das ist schon eine gute Leistung. Jetzt frage ich nach, wie hat sich die Aktionärsstruktur verändert? Hat sich nicht wesentlich verändert. Hauptaktionär bleibt Tomasz Biernacki, der zusammen mit einer Tochtergesellschaft 51,2% hält. Der restliche Anteil wird von anderen Aktionären gehalten. Aus meiner Sicht die richtige Antwort. Und jetzt gehe ich noch darüber hinaus, hier die Information der 10Ks, oder das sind keine 10Ks, glaube ich, SEC, aber der 10 Geschäftsberichte, der 4 Geschäftsberichte zu analysieren. Ich frage jetzt nach, wie siehst du das weitere Wachstumspotenzial von Dino Polska in den nächsten 10 Jahren? Hier geht er auf das Wachstum ein vom Filialnetz, mehr Wachstumsmöglichkeiten, viele ländliche Gebiete sind noch unterversorgt und es findet hier noch eine Urbanisierung statt. Sie könnten die eigenen Produktions- und Verarbeitungsanlagen ausweiten. Sie könnten mit E-Commerce wachsen. Er geht ein auf die makroökonomischen Trends in Polen, Effizienzsteigerung, mögliche internationale Expansion. Das ist auch richtig. Sie könnten theoretisch noch in Nachbarländer expandieren. Also, ich will es jetzt dabei belassen. Punkt 2 ist hier der Anwendungsfall von ChatGPT für Investoren und für mich, hier in die detaillierte Analyse zu gehen und auch Dokumente prüfen zu lassen. Der dritte Anwendungsfall ist der, den ich versuche zu nutzen, der aber aus meiner Sicht am wenigsten gut funktioniert. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Ich sage also, er soll mir alle S&P 500 Aktien auflisten als Tabelle mit KGV und als zweite Spalte mit ROIC. Und da kommt das, was eigentlich hier immer kommt. Leider kann ich derzeit keine direkten Echtzeittabellen aller S&P-Aktien erstellen, da ich keinen Zugriff auf Echtzeitdatenbanken der Finanzmarkt-API habe. Ich hoffe, sowas kommt irgendwann noch. Er bringt mir hier ein paar Informationen, wie ich das selber tun kann. Das ist mir dann schon eher klar. Manchmal sind noch interessante Tipps, aber ich will, dass er mir die Tabelle erstellt. Das funktioniert leider nicht. Ich versuche einen anderen Weg. Welche Wachstums- oder Qualitätsaktien werden aktuell oft in Investmentforen besprochen? Da kommt hier dann schon eher eine Auflistung, wobei dann eben keine Überraschung dabei sind. Wir sehen schon hier bei Big Tech, Apple, Microsoft, Alphabet. Vielen Dank. Das heißt, wer hier neue, auch vielleicht kleinere Investments sucht im Small Cap Bereich, der wird es hier schwer haben. Man kann jetzt natürlich nochmal nachfragen. Ihr seht, was hier kommt. AMD,
und so weiter. Ich breche jetzt hier ab. Jetzt kann ich nochmal sagen, liste mir Aktien mit kleiner Market Cap auf. Also, wie gesagt, ChatGPT ist keine Einbahnstraße. Man kann sagen, was man machen will. Jetzt geht es nämlich los. Jetzt sagt er, okay, hier kommen jetzt Small Cap Aktien, 300 Millionen bis 2 Milliarden US-Dollar. Das ist doch eher schon interessant. Und hier kommen jetzt eben Sachen, die ich auch nicht kenne. Ich werde mir jetzt später nochmal im Detail anschauen. Ihr seht, was hier kommt. Okay, hier ist jetzt die Crocs dabei und so. Aber schon eher vielleicht interessante Sachen. So kann man das auch nutzen. Für den dritten Weg hier, für die Recherche nach neuen Investmentideen, habe ich noch keinen perfekten Weg gefunden und auch kein Prompt. Es gibt ja im Internet Prompts. Das sind eigentlich einfach nur Fragen oder Aufforderungen an ChatGPT, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Wenn ihr da was habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare für die Community. Das ist hier aber auch ein interessantes Thema, um ChatGPT zu nutzen. Ich hoffe, dieses Video war jetzt interessant für euch und hat euch einen kleinen Einblick geben können, wie ich ChatGPT nutze. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung. Da sind ganz viele Affiliate-Links. Vielleicht ist für euch was dabei. Wenn ihr irgendwas bei Amazon sowieso bestellt wollt in nächster Zeit, könnt ihr gerne den Amazon-Link auf die allgemeine Website nutzen. Es gibt die Posts und alle anderen Sachen. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ich euch nochmal erklären soll, wie ich hier meinen eigenen Investment-GPT erstellt habe. Wenn nicht, findet ihr im Internet auch genug dazu. Also, ich hoffe, das Video war interessant für euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.